schwillt der Kamm. Olli Schulz ist endlich mal wieder bei mir im Shelly. Und dann kommt aber auch noch Heike Makatsch. Die Heike Makatsch. Und dann gibt's aber auch noch Headbanging am Cello mit Apokalyptika. Und ich habe mir Ferris MC gewünscht und Ferris MC ist da. Juhu, I'm flipping out. Ich freue mich so auf unseren ersten Gast. Ich glaube, wir kennen ihn alle. Entweder aus dem Radio von Sanft und Sorgfältig oder aus dem Fernsehen von Schulz in the Box. Und wenn wir ihn da nicht gesehen und nicht gehört haben, dann haben wir ihn vielleicht, wo haben wir ihn noch? Dann haben wir vielleicht seine CD gehört. Feelings aus der Asche. Ich glaube, jeder kann irgendwas mit ihm anfangen. Oh! Er steht wie ein Gangster da vorm Fenster und ich ruf laut, komm rein. Hörst du nicht, wie ich dich ruf? Hörst du, wie dein Song hier gruft? Und zusammen sehen wir fantastisch aus. Und unsere Helden sind alt, unsere Träume dahin. Ich weiß nicht, wie es aufhört. Hey! Aber so muss es beginnen. Begrüß mit mir Olli Schulz. Also du gehst da durch, gehst da in die Ecke, genau. Und ich würde sagen, als erstes mal ein Getränk. Haben wir Bock auf Bier, Wein, Rotwein, Champagner? Du kannst dir alles aussuchen. Ich freue mich auf einen Riesling. Ich soll dich von meinen Girls fragen, wer hat dich zu deinem sogenannten, ich kannte das Wort gar nicht, Makeover, wer hat dir dazu geraten, sprich eine neue Frisur, ein anderer Bart, andere Klamotten? Anderer Bart, ich hatte das Problem war, ich habe erst vor 2 Jahren hat der Bartwuchs erst bei mir angefangen. Wie kann und das sein? Weil ich einen Bartwuchs habe wie ein 14-Jähriger, ich habe auch einen Körperbau wie ein 14-Jähriger. Also ich bist ja sehr schlank geworden, ja, gehörte das zum Makeover oder gibt es gar kein Makeover? Nee, es gibt kein Makeover, das ist so gekommen, viel Stress, besser ernährt aber auch. Aufgehört, so viel Fleisch zu fressen, kein Fastfood mehr. Ja. Und so ein bisschen besser darauf geachtet. Was bleibt denn dann noch? Salat? Die Leidenschaft, die Kunst. Nein, aber sag mal, was isst man noch? Kein Fleisch, kein Fastfood? Dann doch, Fisch, also ich esse natürlich, ich esse so ein Biohähnchen für 20 Euro, so ein kleines Stück, dann, was man im Supermarkt kaufen kann. Aber geil ist es ja nicht. Manchmal, nö, aber man denkt, man tut was Gutes, weil das ja irgendwie so moralisch. Man denkt ja, man macht ja irgendwas. Du schon ein Heftchen, was noch auf dich zukommt? Nee. Gut, Shanties, er trinkt schon, aber ich trinke natürlich so mit meinem Publikum mit euch. Prost! Ich erhebe mein Glas auch auf euch. Aber der Look ist natürlich so gut, wie er noch nie war. Gefall ich dir? Ja, aber nicht nur mir, allen doch. Ach, weiß ich gar nicht so. Ich achte da jetzt nicht so drauf. Ich bin ja jemand, der wenig Feedback will. Ich habe zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite so, ich schreibe wenig Sachen, weil mir ist aufgefallen, wenn ich mir das anhöre, was andere Leute über einen sagen, dann fängt das im Kopf an zu rattern. Und dann wird man anders. Also ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich generell, wenn irgendjemand was sagt, wegen das ist geil oder das ist nicht so geil, dass ich mich davon so freimachen kann. Und deswegen versuche ich das alles nicht zu lesen. Ich habe tatsächlich, als meine neue Platte rauskam, 4 Wochen keine Kritik gelesen. Das habe ich bei den letzten 2 Platten auch schon gemacht. Weil dann fange ich an, mich wirklich zu ärgern. Und warum nach 4 Wochen dann? Weil dann ärgert man sich als 4 Wochen. Dann habe ich gemerkt, die Platte läuft ganz gut, jetzt kann ich es mal lesen. Ehrlich? Und hat es dir dann noch wehgetan? Wobei, es war doch alles positiv. Ja, aber man ist, weißt du was, da können 20 Leute sagen, du bist der Geilste, und dann sagt einer, das ist alles scheiße, und dann nimmt dich das trotzdem mit. Da bin ich leider wirklich sensibel. Ich könnte jetzt so tun, ach, interessiert mich nicht, aber Hand aufs Herz, mich trifft sowas. Du, wie machen das? Das muss ich dich fragen, weil diese Frage kam mir vor ungefähr einer Woche, als ich las, dass bei einem Riesenkonzert in Deutschland, und du kennst dich da aus, Fans sich ja schon manchmal in so einer Halle um 14 Uhr treffen. Manchmal ist der Einlass für so Riesenkonzerte. Bei also mir nicht, macht das keiner. Nicht bei dir und nicht bei mir. Ja. Aber ich meine jetzt so riesig wie zum Beispiel Stones, ne? Ja. Und dann sagen die echten Hardcore-Fans, hey, wir gehen um 14 Uhr, dann haben wir vorne den tollsten Platz. Jetzt gehen die dahin, dann können die aber ja diesen Platz
nicht mehr verlassen, bis das Konzert anfängt. Und wo pinkeln die dann hin? Ich war lange Roadie und ich kann dir jetzt eine unangenehme Geschichte erzählen, die sehr eklig ist. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ich habe früher gearbeitet bei Take That, bei den Backstreet Boys und sonst was. Und da sind diese ganz jungen Teenies. Und in den 90ern waren diese Leggings angesagt. Und dann ist das teilweise so, die stehen 3, 4, 5, 6 Stunden vor der Bühne, beziehungsweise erst draußen und gehen auch nicht mehr weg. Und dann müssen die natürlich mal. Und dann kommt die Band auf die Bühne und dann löst sich ganz viel bei denen. Und ich habe schon einige Teenies mit vollgeschissen den Leggings aus dem Publikum gezogen. Das wollt ihr jetzt alle nicht hören, aber es ist verdammt nochmal wahr. Ich dachte, es wäre schöner irgendwie. Es tut mir leid, es ist eine eklige Geschichte. Aber hast du schon mal aber gesehen? Aber es ist wirklich so, da löst sich eine Menge Druck, wenn du da wartest auf deine großen Helden. Ja. Und es gibt ja so große Boybands inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ich bin da raus. Aber bei Take Z war das so, da sind die Leute, standen 10 Stunden davor und dann kommt die Band auf die Bühne und nach 2 Minuten sind die ohnmächtig, um das mir jetzt... Wusstest du damals, als du da gestanden hast, irgendwann stehe ich auch mal auf einer großen Bühne und mach mein Ding? Oder hast du immer gedacht, bleibe ich eigentlich so ein Stagehand, heißt es, ne? Ich war Stagehand ganz lange. Nee, ich habe das mir immer gewünscht. Ich war aber zu faul. Und ich habe erst, als ich 30 war und beim Arbeitsamt war, und die haben mir 3 Jobs angeboten. Hundefriseur, künstliche Befruchtung vom Puten oder Straßenbau, habe ich gemerkt, jetzt musst du Musiker werden. Das kannst du alles nicht. Und du musst irgendwas anderes machen. Und wie heißt denn künstliche Befruchtung von Puten? Auf einer Putenfarm oder was? Mit so einer Pipette dann, also irgendwie, das will ich jetzt nicht, weil das war schon eklig genug mit der Leggings gerade. Aber, also, da musst ich du... Ich hätte nur gedacht, die haben vielleicht Windeln um, weißt du, dann von wegen die Leggings. Puten. Nee. Also. Die, nee. Die Fans, dachte ich, dass die direkt schon um 14 Uhr mit ordentlichen Windeln da reinlaufen, aber so scheint es ja dann nicht zu sein. Nö, das ist dann mehr so bei Roland Kaiser und so, da war ich neulich auf dem Konzert. Das ist dann für die ältere Generation. Wieso warst du denn bei Roland Kaiser? Weil ich mir einen Gag mache, weil Roland Kaiser hat den dicksten Pimmel im Schlagerbusiness und ich wollte mir den einmal live angucken. Jetzt hat er den wirklich oder ist das wieder eine deiner Captain Blaubeer-Geschichten? Das ist eine meiner, also gerne erzählst. Ich wünsche mir, dass wir Roland Kaiser einfach ganz toll. Und und Roland Kaiser hat einen Knaller nach dem anderen gespielt. Mega viel Hits hat er. Und dann hat er neue Sachen gespielt. Zum Beispiel einen Song von Till Lindemann, dem Sänger von Rammstein. Und die Leute sind apathisch sitzen geblieben. Und dann kam wieder hinten alles. Und, also das waren natürlich nur die Hits. Wie hat er den gemacht, den Lindemann-Song? Dann auch so, dass du Roland Kaiser singt Lindemann. So, dieser nächste Song ist von Till Lindemann geschrieben worden. Und dann hat er so ganz ernst. Ist gar keiner von seiner Band, sondern den hat Lindemann wirklich extra für ihn geschrieben. Ja, hat extra für ihn geschrieben. Wieso macht der Mann im Spiegel oder so. Schau mir wahrscheinlich ein Song, der übergeblieben ist für Rammstein. Hat gedacht, komm, hier nimm Roland Kaiser. Ist ja ungefähr. Gott. Und dann war das so, dass da die Leute dann nur auf die Hits reagiert haben. Und das ist ja dann irgendwann gemein, wenn du als Künstler halt nur, du willst deine neue Platte promoten und dann wollen sie nur die alten Hits hören, ne? Aber geht's so dir eigentlich auch so? Nee, es ist langweilig, über mich zu sprechen, aber es ist spannend, über dich zu sprechen. Weil du ja so selten irgendwo hingehst, ne? Ja, und so empfindlich bist und so scheu bist. Und wenn du in der Öffentlichkeit bist, dann magst du es irgendwie und irgendwie hast du es dann auch. Und dann fotografieren sie dich und dann hast du es. Und dann denke ich immer, warum setzt du keinen Hut auf? Weil die nämlich trotzdem, ich habe das alles probiert, einen Hut. Ich habe Oberlippenbart, ich habe alles probiert. Und letzte Woche war ich beim Stadtteilfest der Fleischerinnerung Berlin mit meiner Tochter. Und dann haben die Leute da Fotos gemacht und ich bin echt durchgedreht. Wieso bist du denn so, da hingegangen? Weil es Fleisch ohne Ende gab. Und ich fand das irgendwie ganz gut. Und dann habe ich da irgendwie, es gab Schiwabschischi, Normalgewürz, es gab ganz viel Fleisch. Und dann bin ich mal da so längst mit meiner Tochter und dann haben einen Leute so gefilmt. Und da bin ich dann wirklich sensibel. Und das ist dann schwer, Leuten das mitzuteilen, dass man manchmal ein anderer Typ ist, als der vor der Kamera ist. Ja. Wenn ich vor der Kamera bin, liebe ich es eigentlich, Leute zu entertainen, witzig zu sein. Ich habe Bock, geil abzuliefern und dann wieder zurück in mein Kämmerlein zu gehen. So geht's ja leider nicht, das weiß man ja. Ja, wünsche ich mir aber sehr, dass es so gehen würde. Aber es geht nicht. Ich glaube auch, das geht nicht. Ja. Was kann dir denn so richtig die Laune versauen? Haben ich auch in irgendeiner Stadt hat doch irgendjemand ein Bier dann auf die, so ein Bierbecher. Die wollen natürlich auch ein bisschen Ballermann. Nein, das war gar nicht so. Ja, da war einer da, der kannte mich. Ich kann das ja auch nicht. Du hast die Geister ja auch gerufen. Genau, so ein ich habe vielen infantilen Quatsch gemacht als besoffener Moderator als Charles Schulzkowski bei Neo Paradise und bei Circus Halligalli und ähnliche Sachen. Und es hat mir auch diebe Spaß gemacht. Und ich liebe das immer noch, infantile Untenrumwitze zu erzählen. Bin ich großer Fan. Ich auch. Ich finde auch, Himmelwitze sind super. Wenn nichts mehr geht und du hast einen guten Jungs, ne? Man hat dann einen guten Pimmelwitz parat, den man auch gut erzählt. Alter, seit der Schulzeit, der erste Pimmelwitz, den ich in der Schulzeit kannte, unterhalten sich zwei Polizisten. Sagt der eine, Dr. Pimmel wird gerade verhört, meine andere. Und hat er schon gestanden? Und ich finde, der ist witzig. Der ist witzig. Oder? Ja. Der ist witzig. Der ist alt, aber witzig. Der war witzig, Jungs. Wer ist witzig? Nee, guck mal. Nee, kommt nicht an. Nee, gut, okay. Ich glaube, nicht easy genug.
Noch einen, warte. Geht ein Mann zum Arzt, ne? Sagt der Arzt, sagen Sie mal, unternehmen Sie viel? Sagt der Mann, ja, wieso? Meint der Arzt, ist geil, ne? Auch nicht? Noch einen, okay, warte. Wehe, ihr lacht nicht, ey. Dann komm ich raus, ey. Dann gibt's links, rechts. Komm, erzähl so lange, bis der Shanty-Chor sich beömmelt. Geht ein Mann zum Arzt. Sagt der Arzt, Sie müssen aufhören zu unternieren. Sagt der Mann, wieso denn? Ich kann Sie so nicht untersuchen. Alle Uhr an. Hey! Der Vergeul, Digga! Du bist mit ganz vielen Frauen aufgewachsen. Glaubst du, das war eher gut oder eher schlecht? Gut. Nur Omas, Frauen, alles. Und wenig Männer. Ja, ich bin mit meinem Vater aufgewachsen, aber ich bin vor allem seit ich mit 18 ausgezogen bin von zu Hause, habe ich immer Frauen-WGs gehabt. Also in den Frauen-WGs, weil ich war immer der einzige Junge meistens. Und ich glaube, das war besser, als mit Typen groß zu werden, ja. Ich glaube auch. Hm? Könntest du dir vorstellen, als Hausmann da sein als Hausmann? Also im Sinne von, die Frau geht arbeiten in einer Bank und verdient richtig viel Geld und du wärst der Hausmann? Ich hatte mal eine Freundin, die wahnsinnig erfolgreich war und ich habe in der Zeit immer auf ihren Hund aufgepasst, habe Abendbrot gemacht und habe das... In Hausschuhen? Nee, Hausschuhen nicht. Ich bin immer barfuß, weil ich sehr schöne Füße habe. Hast du wirklich schöne Füße? Weil dein Thema ist Füße und dann denke ich immer, entweder hast du die Füße mit den Chipsletten vorne drauf... Nee, das heißt Fußnägel mit Chipsletten. Wie für Chipsletten, ja. Ich habe normale Füße. Ich finde Füße, was ich nicht verstehe, sind Leute, die auf Füße stehen. Fußfetisch ist so das Letzte. Ich finde Füße sind ein No-Go. Ich auch, finde ich auch. Füße sind extreme Arbeitstiere. Die müssen dich den ganzen Tag schleppen. Und Leute, die sagen, oh, ich würde gerne mal deinen Fuß im Mund nehmen. Also, die sind mir suspekt. Mir auch. Also, ich habe auch Fußekel, muss ich auch sagen. Und ich muss schon in einen Menschen sehr verliebt sein. Um die Füße im Mund zu nehmen? Nee, um die Füße zu akzeptieren. Aber wo guckst du als erstes hin bei einem Mann? Bestimmt nicht auf die Füße, oder? Nee, aber ich freue mich, wenn es denn soweit ist. Und der zieht dann die Schuhe aus, wenn es nicht riecht und die nicht hässlich sind. Das ist ja schon mal was. Finde ich super. Nee, wirklich. Das ist schon mal. Ganz viel wert. Wollen wir unsere Füße jetzt mal Nein, zeigen? Nein, das machen wir nicht. Machst du eigentlich Altersvorsorge? Finger im Po? Nee, so Altersvorsorge, ich meine, das ist ja Krankenvorsorge, Damenvorsorge. So. Wie heißt denn das? Krebsvorsorge heißt das. Altersvorsorge ist das mit Geld und Krebs ist das mit dem Finger im Po. Meine Altersvorsorge ist Loch im Garten. Also, und da buddelst du Geld rein? Nee. Ich habe jetzt tatsächlich, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir auf Anraten meines Freundes Jan Böhmermanns oder meines Kollegen Jan Böhmermanns ein Bankschließfach geholt. Weil das ist der einzige rechtsfreie Raum, wo das Finanzamt nicht ran darf, erst nach deinem Tod. Da kannst du all dein Schwarzgeld, all Diamanten, alles was für eine... Gibt es eigentlich noch Schließfächer, richtig? Na klar, und das ist voll cool. Dann geht der Bankbeamte mit dir nur in den Vorraum und dann gehst du alleine in den Raum. Das ist was Konspiratives und du fühlst dich wie ein geiler Player-Typ. Das ist richtig cool, das ist total gut. Ich finde allein das Gefühl, man geht in eine Bank und würde sagen... Kann ich bitte mal Schließfach sehen? Total. Finde ich so geil. Das ist geil, mach das mal. Ich hab nichts das jetzt. Rein, man muss da gar nichts reinmachen. Und dann sagt, nimmt man nur den Schlüssel. Ich hab einen Döner drin liegen. Weil ich mal Hunger hab. Ich hab einen Döner drin liegen. Warum zitieren Männer immer so gerne, unter anderem du auch häufig? Weil ich gute Zitate, weil die mich auch selber festhalten. Ich habe gerade ich lese wieder Erich Kästner gerade ganz viel, fällt mir da ein. Und da war so ein toller Satz, den habe ich gleich behalten. Und das ist auch so, Erich Kästner hat mal geschrieben, ein Genie, hab keine Angst vor den Dummen, die nichts wissen. Nee, fürchte dich nicht vor den Dummen, die nichts wissen, fürchte dich vor den Schlauen, die nichts fühlen. Oh. Und ich finde, das ist ein sehr guter Satz. Der ist aber und, toll. Sowas nimmt mich auch mit und sowas. Ich zitiere gerne, weil ich einen schlauen Satz, da kann er ja auch eine Zeit lang was geben. Gut, es gibt aber auch so Leute, die zitieren so Scheiße, so träume nicht dein Traum, lebe dein Leben oder so. Mir fällt nur auf, dass Männer so oft zitieren und Frauen das irgendwie nicht so oft machen. Und ich frage mich, wenn sie selber nicht so viele Ideen haben, sagen, dann nehme ich es halt daher. Könntest du dir vorstellen, von einer Frau ausgehalten zu werden? Wurde ich schon mehrmals. Auch schon, von der sehr erfolgreichen Frau, der du auch den Haushalt gemacht hast. Ja, wirklich. Ich habe immer Freundinnen gehabt, die mich auch ausgehalten haben. Und hast du dir dann auch immer so Frühstück ans Bett gebracht und gekocht? Nö, und das habe ich nicht gemacht. Eingekauft. Aber die ist viel zu früh aufgestanden. Da lag ich noch mit dem Hund im Bett. Und dann ich habe Abendbrot gemacht. Und ich habe die Wohnung sauber gehalten. Und ich bin dreimal mit dem Hund am Tag rausgegangen. Wollen wir singen?
Was singen wir denn? Wir singen jetzt aber, habt ihr Bierdeckelchen geschrieben für uns, damit wir ein bisschen was Privates, alles, was ich mich nicht getraut habe, wo ihr immer schon gedacht habt, was ist das nur? Ich glaube, deine ganze Publikum kennt mich gar nicht, die wissen gar nicht, welche Fragen sie stellen sollen, aber... Oh, das wissen die. Kennt mich hier irgendeiner aus dem Publikum? Hand aufs Herz. Nein, siehst du, nämlich nicht. Guck mal da. Was, ihr kennt doch Olli, jetzt mal ehrlich, natürlich wollen nicht ärgern. Nochmal Trommel. Und ich sing dabei. You can leave your head on. Was macht die Bandscheibe? Mal so, möchtest mal du so drüber reden? Findest du das nicht sehr intim? Weil das tut mir immer so leid, wenn ich hab Bandscheibenprobleme, ja. Wollen wir die Schuhe ausziehen? Nee. Okay. Ich wüsste jetzt gar nicht, welchen Fuß ich nehmen würde. Ich glaube, wenn, würde ich den nehmen. Hattest findest du mal, das schlimm, wenn ich jetzt hattest mal... Hattest du mal in, aber dann müsstest du auch Füße im Mund genommen? Nee, überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht? Ich hatte noch nie einen perversen Mann im Bett. Es hätte mir Angst gemacht. Ich hätte echt Schiss gekriegt, wenn ich irgendwo gewesen wäre. Und dann macht der so im Rummachen eine Schublade auf und holt da irgendwas raus. Handschellen hätten mir schon gereicht. Wenn ich hol mal was für Essen raus aus der Schublade. Ein Snickers. Döner. Nein, sowas wäre nicht schlimm. Komm, wir nehmen schon mal. Ihr schreibt schon mal und wir singen jetzt ein sehr, sehr schönes Lied. Das merkst du auch, sobald man ein Mikro nach hat, fühlt man sich gleich wie ein Profi auf der Bühne. Das eben war noch ein bisschen, jetzt bin ich drin, Ina. Jetzt müssen wir mal anfangen. Ich mag das immer so, dass man dadurch die Macht hat. Und wenn du jetzt keins hättest, könnte ich immer so machen. Und wenn ich nicht mehr will, dass du redest, kann ich dir wieder wegziehen. Aber ich würde dich einfach so nehmen, wenn wir so reden. So. Ben, wollt ihr anfangen? Ich wünschte, ich könnte dich wegbringen von hier an einen Ort, wo wir aufhören zu streiten, wo wir uns nicht mehr wehtun. Wirklich verstehen wollen, uns ansehen und einfach nur schweigen. Und wenn die Nacht auf uns fällt, das Rauschen abstellt, will ich der sein, der deine Hand nimmt. Und ich geb dir einen Kuss und ich schwör, ich versuch, dass es schön wird, als wär's unser erster. Denn wir sind beide nur Kinder der Sonne, stehen verwundet im Licht und wir finden uns nicht. Nein, wir finden uns nicht. Das Lied dieser Stadt klingt so müde und satt und nimmt dir die Kraft noch zu glauben. Viel zu tief schauten wir in den Abgrund der Nacht, sahen Geister mit toten Augen. Doch wie oft sind wir schon ihrer Lehre entkommen und wie oft hab ich dir schon geschworen. Bevor die Schönheit ertrinkt, unsere Hoffnung versinkt, werd ich da sein und dich hier rausholen. Hey, wir sind beide bloß Kinder der Sonne, stehen verloren im Licht und wir finden uns nicht. Hey, wir sind beide bloß Kinder der Sonne, stehen verloren im Licht und wir finden uns nicht. Manchmal merken wir es nicht. Vielen Dank.
Ja, lassen wir aber so drin, auch wenn wir uns einmal versungen haben, weil jetzt habe ich selber auf die Zettel geguckt, ob ich den Text auswendig kann. Lassen wir aber so drin. Aber auch komm, lass mal was Schönes. Wollen wir Musik hören? Ja, ich hätte jetzt Bock auf Apokalyptika. Nein. Wenn die jetzt hier, wenn das wäre ein Knaller. Echt? Ja. Und warte, wie aus Zauberhand. Apokalyptika! Toll, toll, toll.
klein, klein tanzen. Kennst du das so klein, klein? Achso, ist, wenn klein, man klein. So. Achso, so mit so. Das macht man, wenn man nicht tanzen kann. Ist das so? Ja. Die nicht tanzen können, die tanzen klein, klein. Tanzen klein, klein. Um nicht diese Männer-Move. Ich habe immer nur so Spacko-Bewegungen gemacht, um zu abzulenken, dass ich keine Kannst du tanzen eigentlich? Ich ärgere mich, dass ich nie einen Tanzkurs besucht habe. Jetzt ärgere ich mich wirklich. Ich würde so gerne tanzen können. Und bist du eine Tänzerin? Ja. Im Sturm? Ja, ich tanze exzessiv und früher als junges Mädchen mit wehen im Haar und so und im Tanzkurs war ich auch. Wirklich? So richtig den hier? Ja. Ich war da nicht, weil so. Wir hatten uns alle angemeldet, weil alle waren im Tanzkurs und bei uns waren 2 Jungs und 19 Mädchen. Ich habe mit Klaus Fehling bin ich zum Abschlussball gegangen. Das weißt du noch? Ja. Ich würde einen Vorschlag machen. Olli, ich würde sagen, du gehst da hinten. Ich mach das, und was ich würde du willst. Dann mit ich dann kann ich euch ja. beide, dann kann was soll ich machen? Dahin? Wenn ihr nachher eher sonst dahin setzen? Da so hin und dann habe ich eine Idee. Ich habe gelesen, du liebst unheimlich gerne, du liebst sehr Rotwein und Champagner und ich habe mich jetzt einfach selbstständig für Champagner. Richtig. Gesehen. Richtig. Und habe gesagt, Frau Müller, hab mal einen kleinen Champagnerbrunnen bitte für die Frau Makatsch. Gerne einen ganzen Brunnen. Oder würde ich gleich. Trinken, ne? Ich möchte dir zuerst was sagen. Du trinkst bitte mit Champagner. Ja. Heike, ja, möchte was sagen? Sag. Du bist meine Lieblingsschauspielerin und wenn Leute mich fragen, wie ich aussehen möchte, sage ich immer, wie Heike Makatsch. Kommt das jetzt sehr ekelig rüber, aber ich meine ja, es komm, so. Aber ich glaube, das meinst aber ich meine es so. Wirklich so. Danke. Wirklich toll. Danke, du beschämst mich gleich zu Anfang der Sendung. Ich weiß nicht, wie man darauf reagiert. Nee, ich glaube, ich trinke mal einen. Ja, komm, wir trinken ja. einen. Prost. Prost. Na, ich bin der Olli. Prost. Olli? Prost. Heike, Prost. Heute Morgen um 6:20 Uhr aufgestanden. Das ist meine Uhrzeit. 6:20 Uhr, ja, war es. 6:20 Uhr. Du stehst wirklich jeden Morgen mit den Kids um 6:20 Uhr auf. Dann der School Run. Das wäre wirklich nicht meine Zeit. Nee, ist nichts, ne? Aber man gewöhnt sich an alles. Aber dann schläfst du wann ein? Ja, jetzt ungefähr wäre so meine Nein, Zeit. Nein, ach du Scheiße. Aber ja. Champagner kann ja, ich ein bisschen wieder hochholen. Nee, aber ich bin früh ins Bett gehe und auch ganz schön häuslich und so. Da ist nicht mehr so richtig viel los. Deswegen bin du ich sehr das froh, aber auch gerne, heute hier sein zu dürfen. Mal was anderes. Ja. Aber du drehst doch auch total in Hamburg auf der Reeperbahn. Ganz schön. Ja, ist ganz schön. Mhm. Was ich lustig fand, ist, dass du gesagt hast, ja, okay, ich bin jetzt Schauspielerin. Ich könnte aber auch einen Strickliesel-Laden haben oder Schnitten schmieren den ganzen Tag oder so Dinge machen oder einen Strickladen haben und so. Ja. Stimmt das? Oder sagt man das nur so, um kokett zu sein? Vielleicht? Du? Nee, ich glaube, dass ich immer schon in mir das Gefühl hatte, dass ich eine Liebe zu vielen Dingen entwickeln könnte. Mhm. Also, und ich hatte auch so Vorstellungen von Salatbars irgendwo auf Mallorca oder eine Änderungsschneiderei in Amerika und solche Sachen. Ehrlich? Aber ich muss schon sagen, dass ich meinen Beruf sehr liebe und wenn ich dann doch eine längere Zeit ohne ihn bin, ne, so Zwangspausen hat man ja manchmal, dann vermisse ich ihn so sehr, dass dann die Salatbar so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Da stelle ich, aber Änderungsschneiderei ist ungefähr das Allerschlimmste, weil ich selber bringe meine Sachen da immer hin, weil es für mich so schlimm wäre, der Gedanke, irgendwas umzunähen. Weil Nähen ist so schrecklich. Aber ich habe ja mal eine Schneiderlehre gemacht. Ach ja. Du könntest ja der neue Guido Maria Kretschmer sein, eigentlich. Von zu Hause arbeiten. Wenn mal wieder diese Zwangspause beim Drehen entsteht, dann könnte ich dann entwerfen. Hast du das selber gemacht? Jetzt, wo du mich fragst. Nee, hast du wirklich? Ich lasse es einfach mal im Raum stehen. Aber wenn es so ist, ist es aber wirklich toll. Ja, ne? Ist nicht schlecht geworden. Was ich lustig finde, ist, dass du sagst, dass du eine Smalltalk-Hasserin bist. Ja, ich gebe mir Mühe. Auch jetzt ist ja so eine Art Smalltalk, den wir hier führen. Aber ich hatte schon was Zäheres hier in den letzten 10 Jahren ja. auf der Bank. Ja, aber ich empfinde dich gerade als sehr Smalltalk. Ja, ich habe aber euch gerade so ein bisschen zugeguckt von Backstage und habe gedacht, oh Gott. Das kann ich niemals. Zum Beispiel. Aber du schließt dich manchmal, wenn du überfordert bist durch zu viel Reden und so weiter, auch mal gerne für eine Stunde einfach ins Bad ein. Ich habe überlegt, ob hab ich das mal irgendwo gesagt? Du hast mal gesagt, manchmal schließe ich mich mal, wenn alles zu viel ist, für eine Stunde ins Bad ein. Boah, ich glaube, für eine und Stunde. Und dann brauche ich meine Ruhe. Und was macht man denn in der Stunde dann? Da kann man schon mal auch baden gehen, oder nicht? Ja, und man kann sich dann auch mal um die Fingernägel kümmern und so. Ja? Ja. Ach, guck mal, ich habe heute mal angemalt. Ich habe ja. sonst auch immer so. Ja, ne, ist nicht viel los bei mir. Na, sieht gut aus. Ich habt ihr auch schon mal schöner Füße? Als das? Füße habt ihr ja vorhin schon mal ganz am Schluss. Hast verglichen? Du offene Schuhe an? Nee, du hast auch keine Nee, ich habe und auch da habe ich mir jetzt keine Mühe gegeben. Du was? Kannst sie uns gar nicht zeigen. Weil nee, wegen der Strumpfhose auch. Ja, hast ja. du extra gemacht. Genau. Hast du schöne Füße? Also, mir wurde schon gesagt, dass
dass man sie mochte, ja. Ja, doch, doch. Wenn die Frage ist, mag man die selber? Magst du denn deinen selber oder haben andere was zu deinen Füßen gesagt? Ich mag meine ja selber so gerne und andere sagen, auch geht schon. Mögen die, magst du deine Füße wirklich gerne? Ich mag meine Füße wirklich gerne. Dann zeig doch mal jetzt. Nein, man hat jetzt diese Schuhe an. Hast du Weiten, würde ich sie sagen. Hast du irgendwie einen Zeh länger oder so, den zweiten? Nee, gar nicht. Oder den perfekt. Mal, der Große ist der große Onkel und dann kommt Philipp Bille, der Kleine, und dann geht es so runter. Und manchmal hatte ich mal einen Freund, der hatte so einen großen Zeh, so, ne? Und dann war der zweite war so. Und dann sagt er, ja, das ist griechisch. Und ich glaube, das war einfach eine Fehlbildung. Nee, das ist griechisch. Wenn der zweite größer ist als der erste, bin ich. Und dann hatte ich mal einen Freund, der konnte die Zehen nicht so auseinander machen. Man kann doch seine Zehen so auseinander machen. Und das fand ich mal eine Behinderung, wenn man seine Zehen nicht so machen kann. Kannst du deine Hier Zehen? Hier ist Füssi, die große Fußsendung mit Ina Müller. Alles, was Sie zum Thema Füße wissen wollen. Ich mag aber Füße. Also eigentlich meine Füße, aber wie gesagt, aber keine fremden Füße. Du warst so lange in London, dass so von wir alle Girls träumen davon. 7 Jahre warst du in London. Und bist dann aber, weil du da die Beziehung hattest mit James Bond, und ich soll von allen Mädchen fragen, wie ist James Bond im Bett? Sind alle Mädchen eifersüchtig, weil ich in London gelebt habe? Alles, Paket. Ja. Es ist das ganze Paket der Eifersucht. Das heißt, sie war in London, sie hatte eine Wohnung, das ist eine eigene Wohnung, oder hast du mit James Bond zusammen? Mal so, mal so. Ja, ist er noch richtig? Daniel Craig. Entschuldigung. Wolltest du nur, dass ich das sage? Nein, aber mir fiel der gerade nicht ein. Okay. Ich fand London mega stressig immer. Ehrlich? Ich finde, die Stadt ist mega teuer. Sie ist mega groß und sie ist voll mit Menschen. Ja, für mich war England sowieso immer so das Mekka, oder? Mhm. Das Mekka der Popkultur, der Mode, der Kunst, des Humors, auch die Filme, alles, was aus England kam, und zwar schon die Beatles, letzte Hälfte des letzten Jahrhunderts. Das hat mich immer sehr begeistert, und ich hatte immer das Gefühl, dass das heiliger Boden ist. Aber ich finde auch, dass in den letzten 10 Jahren London noch mal sehr viel stressiger geworden ist. Und nach 7 Jahren hast du gesagt, es reicht mir irgendwie, weil da war es aber auch vorbei mit... Genau, da war es vorbei und dann bin ich zurück, nicht zurück, sondern dann bin ich nach Berlin, und dann dachte ich so, wow, diese breiten Straßen und kein Mensch drauf und keine Autos und alle haben Zeit, alle gehen so langsam und sind wahrscheinlich arbeitslos. Als du noch mit Daniel Craig zusammen warst, da war der doch noch nicht James Bond, ne? Richtig. Als er dann James Bond war, hast du dann gesagt, fuck! Nee, habe ich nicht, weil ich habe das ja unter so sehr privat-persönlichen Gesichtspunkten betrachtet. Ja, ja, ich bin da oberflächlicher wahrscheinlich einfach. Du hast so einen tollen neuen Film gemacht, About a Girl. Mhm. Ist das eigentlich doof, wenn man als die sehr junge und attraktive Heike Makatsch auf einmal die Mutter eines Teenies spielt? Also da spiele ich die Mutter von Jasna Fritzi Bauer. Und ich habe eigentlich nichts dagegen, die Mutter einer 14-Jährigen zu spielen, aber Jasna ist 24. Das habe ich auch gesehen und dachte, Wahnsinn, wie eine 24-Jährige eine 14-Jährige spielt. Und sie sieht wirklich aus wie eine 14-Jährige. Ja, sie sieht aus wie eine 14-Jährige. Muss sie selber nicht auch lachen dann? Und sagt sich, oh Gott, wie soll ich das? Sie ist das gewöhnt, ne? Sie spielt viel so junge Mädchen. Aber sie spielt natürlich perfekt. Sie spielt das ganz toll. Sie sieht aus wie 14, aber hat trotzdem die Seele einer schon etwas älteren jungen Frau, und das kommt ganz gut zusammen. Und hast du selber zwei Töchter, ja, ne? Ja, zwei Töchter. Hast du, als ihr den Film gemacht habt, weil es geht darum, das Kind ist in der Pubertät und es gibt alle Probleme der Pubertät. Alles ist schrecklich, ich bring mich um, wie wir alle waren in der Pubertät. Ja. Nur sie probiert es dann irgendwie auch. Genau, sie probiert so halbherzig, aber es bringt trotzdem einiges da ins Wanken, und die Mutter natürlich auch in Verzweiflung und Schuldgefühle und gleichzeitig Wut und was habe ich nur falsch gemacht und wie konnte es nur sein, dass ich meine Tochter so wenig lesen kann. Und all das kann man natürlich, ich weiß nicht, ob man dafür selber Töchter haben muss, sehr gut nachvollziehen. Auch schon Tochter zu sein reicht, ne? Eltern nehmen das nicht so ernst, wenn die sagen, oh, du bist so doof, hättest mich ja nicht machen müssen. Ich glaube, ich bin adoptiert. Und dann lacht man so darüber. Aber wahrscheinlich ist das Problem für so ein pubertierendes Kind dann aber doch sehr ernst. Meine Tochter sagt manchmal, also die ist 5, und die sagt dann gerne mal, morgen ziehe ich aus. Zum Beispiel. Morgen ziehe ich aus. Ich kann jetzt gar nicht einschlafen, denn ich bin so aufgeregt, denn morgen geht mein Flieger. So was sagt. Meine Tochter hat das auch schon und gesagt. Aber was macht man denn dann? Wie reagiert man das auch nicht so richtig ernst? Aber wie reagiert man denn dann? Dann sage ich, oh ja, doch, ja, das stimmt. Das wann ist geht auch er denn? Der Flieger soll ich dich hinbringen. Ich habe gerade mit meiner Tochter, wenn ich eine gute Geschichte, wenn ich das erzählen darf. Wenn ich, meine Tochter wollte einen Joghurt essen. Ich hole einen Joghurt aus dem Kühlschrank und sage, oh, der ist schon abgelaufen, der ist nicht mehr gut. Und dann meint sie, der ist nicht mehr gut.
gut, ne? Ich so, nee, das ist nicht mehr gut, den können wir nicht mehr essen, das ist nicht mehr gut. Und sie so, schade, ist nicht mehr gut, ne? Dann gehen wir am nächsten Tag raus und da läuft eine Frau mit einem alten Hund vorbei. Und meinte sie, Papa, guck mal, der Hund hier. Ich so, oh, der ist sehr alt. Und sie so, der ist nicht mehr gut. Ne? Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die mir in den letzten Wochen eingefallen sind, als ich wusste, du kommst. Was war die längste Strecke, die du jemals mit hohen Stöckelschuhen gelaufen bist? Kannst du dich daran erinnern? Nee, also ich laufe eigentlich nicht so viel in Stöckelschuhen, aber ich tanze manchmal in ihnen. Und da habe ich wirklich schon Nächte in Stöckelschuhen durchgetanzt. Einfach. Ehrlich? Ja, schon. Und wenn du über Teppiche gehst, wie fühlst du dich dann? Ich kann ja über diese Teppiche, man wird ja mal eingeladen, ne? Sobald du einmal Nase ein bisschen im Fernsehen hast, wirst du eingeladen, dann zu irgendwelchen Veranstaltungen und gehst über Teppiche, dann schreien sie dich an, Heike, 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 Heike. Und dann wirst du so schrecklich, finde ich. Also da ist es lustigerweise für mich so, ich gehe nicht so viel über rote Teppiche, aber wenn, dann mache ich das echt gern. Wenn das Kleid schön aussieht, was man anhat, freut man sich, geht da so rüber und fühlt sich für den Moment irgendwie ganz beschwingt. Heike, Heike, Heike. Man fühlt sich auch ein bisschen schön dann, oder? Man fühlt sich so ein bisschen schön in dem Moment. Und das, ich mache es selten und ungefähr 90% der Zeit ziehe ich so morgens das an, was ich schon 3 Morgen davor auch immer morgens angezogen habe und mache einen Knoten und fahre dann mit dem Fahrrad die Berge rauf und runter vom Prenzlauer Berg und fühle mich so gar nicht wie eine Prinzessin. Mhm. Und da ist das ein ganz guter Ausgang. Du machst alles mit dem Fahrrad immer, ne? Fahrrad ist mein Sport, ja. Wollen wir ein Liedchen singen? Nein, das ist toll. Das ist ja, schön. Doch, das machen wir. Ich hatte eigentlich gedacht, du wünschst dir sowas richtig Cooles von den Beatles, aber du hast jetzt Do Run 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 Do ja. Run Run. Genau. Der war bei mir völlig verschwunden. Ja, der Song. Der Song ist so für mich so ein bisschen ein Awakening gewesen, so mit 12 oder so. Da war ich mit meinem Vater in New York. Der nahm mich mit in einem Broadway Musical. The Leader of the Pack hieß das. Und da wurden nur so Girlbands der 60er Jahre gefeatured. Die von Phil Spector produziert wurden. Und für mich war das wie so ein, da riss so der Himmel auf und ich wusste jetzt, was Musik mit Sex und Jungsein mit Revolution zu tun hat. All sowas. Du warst so weit, glaube ich, als Kind schon. Na, ich war 12. Ja, weit. Finde das schon weit. Komm, wir stehen auf. Soll ich hier sitzen bleiben einfach? Du kannst auch Du Run Run mitsingen, wenn du möchtest. Nee, möchte ich nicht machen. Ich sag hier hinten und bewundere euch. Ich dachte eigentlich, du bist... Aber ich habe auch flache Schuhe an. Genau, wenn das bei mir weg ist, ist es so. Machst du viel Sport eigentlich? Fahrrad, ne? Das Fahrrad. Nur Fahrrad? Und die Tibeter. Die 5 Tibeter. Sind das so Figuren? Ja, so Yoga-artige Geschichten. So, komm, wir legen los. 3, 4. Aber bei dir weiß ich es nicht. Naja, es ist ja schon nach vorne gehendes Ding.
Darf ich den nächsten Künstler ansagen? Du musst den nächsten Künstler ansagen. Weil ich finde ihn gut. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Okay. Liebe Gäste da draußen am Bildschirm, schneidet euch in der Sitzgruppe fest. Jetzt kommt ein Künstler, der seit vielen Jahren im Business ist. Er hat Hip-Hop-Geschichte geschrieben. Er ist seit vielen Jahren dabei als Solokünstler. Er hat Hip-Hop-Projekte gehabt. Er ist Teil von Deichkind seit einigen Jahren. Und jetzt bringt er eine fantastische Soloplatte raus, die von Sven Meyer produziert wurde. Einem fantastischen Produzenten, mit dem ich auch schon die große Ehre hatte, zusammenzuarbeiten. Er hat eine fantastische Band. Unter anderem Ecki am Schlagzeug, an den Tasten von Wir sind Helden. Und noch andere derbe Freaks dabei. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. Macht Lärm für den Einzigartigen, für ein Unikat in der deutschen Szene. Hier ist Ferris MC! Der Kater kommt aus den Katakomben. Er lauert überall. Hamburg, New York, London. Er holt sich alle ran. Die Braunen und die Blonden. Und alle, die die Finger nicht vom Gift lassen konnten. Er schleicht sich an auf leisen Pfoten. Unbemerkt. Und das, was andere schwächt, ist das, was ihn bestärkt. Eine Nacht im Rausch. Viel zu wenig Schlaf. Rate mal, wer ihn am nächsten Morgen streicheln darf. Auch nicht mit Katzengold. Oh. Heute nicht.